Dr. Nico Becherer ist jetzt hier bei mir. Er spielt gerne Bass und Gitarre mit seinen Kindern, spielt auch Impro-Theater, aber arbeitet auch bei Adobe. Und deswegen bist du heute hier. Was machst du denn genau bei Adobe? Bei Adobe bin ich Computer Scientist. Das heißt, im Prinzip bin ich Softwareentwickler. Ein bisschen mit dem Fokus auf Algorithmen, Machine Learning, mit einem großen Fokus auf Audio in meinem Fall. Ich bin da zuständig für Adobe Audition und das Audio in Premiere. Das sind so zwei der Felder, in denen ich arbeite. Ja. Ihr vereinfacht Arbeitsabläufe. Kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel geben? Auf jeden Fall. Audiobearbeitung ist für viele so eine ganz dunkle Kunst, möchte ich was sagen. Irgendwie man sieht diese Audio-Ingenieure, wie sie an ihrem Mischpult sitzen, wie sie ganz, ganz viele Regler haben. Es sieht fast so aus wie ein Flugzeugcockpit und jeder Regler hat irgendwelche komischen Bezeichnungen. Und meine Aufgabe ist es, ganz vieles einfacher zu machen. Das heißt, so ein klassisches Beispiel ist ein Denoiser. Das ist ein Prozessor, der Rauschen aus Audiosignalen rausnimmt. Also wenn ich Straßenlärm oder so ein Schhh im Hintergrund habe, das möchte ich weghaben. Der klassische Denoiser hat so um die 10 Parameter mit ganz kryptischen Namen, Broadband Preservation, Spectral Decay, versteht kein Mensch. Und eigentlich als Mensch will ich nur sagen, mehr Rauschen oder weniger, mach das weg. Und meine Aufgabe ist zum Beispiel, sich zu überlegen, okay, wie kann der Computer da eigentlich helfen? Und diese ganzen komplizierten Einstellungen für mich machen, während ich einfach nur sage, mein Wille, mein Intent ist es, weniger Rauschen zu haben. Wie kann ich quasi zwischen Mensch und Maschine übersetzen? Ja. Das ist viel mein Thema. Mensch, Maschine, großes Thema. Roboterstimmen, auch ein großes Thema. Wo werden die denn mittlerweile schon eingesetzt, wenn du auf diesem Gebiet schon spezialisiert bist? Okay. Roboterstimmen oder synthetische Stimmen werden in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Das Klassische, was man kennt, ist das Navigationssystem im Auto. Das ist eine künstliche Stimme, die da mit mir spricht. Ja. Jetzt neuerdings, wir haben die ganzen Smart Speaker, wir haben Siri auf dem Handy, wir haben Google Home, Alexa, wie sie alle heißen. Alles das sind letztendlich künstliche Stimmen. Ja, da gibt es irgendwie einen Sprecher, der das mal eingesprochen hat, in der Regel viele 100 Stunden an Material, damit man die Stimme jetzt erzeugen kann. Aber irgendwann sind es eben künstliche Stimmen und die werden eingesetzt. Muss dann so ein Sprecher oder ein Moderator auch Angst haben, dass er irgendwann komplett ersetzt wird? Glaube ich nicht. Und zwar einfach deswegen, weil Moderation ist ja nicht nur Sprechen. Also wenn ich einfach nur einen Moderator brauche, der mir einen Text möglichst neutral von einem Blatt abliest, ja, der müsste vielleicht Angst haben, dass er ersetzt wird. Aber Moderation erfordert ja viel mehr. Moderation ist einmal, will ich einen Moderator, der Emotionen weckt, der Verknüpfungen herstellen kann, der an den richtigen Stellen kritisch nachfragen kann. Und von diesen Dingen sind wir noch ganz, ganz weit weg. Da fehlt einfach noch ganz viel. Und aber es ist technisch machbar irgendwann? Also glaubst du, ich meine, das ist natürlich sehr in die Zukunft gedacht, aber ist es rein von der Technik möglich, irgendwann eine Emotion herzustellen in einem Satz? Emotionen herstellen in einem Satz, ich glaube, es ist so ein zweispuriges Ding. Also wenn ich einen Mensch habe, der sagt, diesen Satz sprich fröhlich. Also wenn ich irgendwo den Mensch habe, der die Emotion vorgibt, dann ist die Synthese sicherlich möglich. Ich brauche nur genug Quellmaterial, dann kann ich es auch fröhlich synthetisieren oder traurig synthetisieren. Die Entscheidung, ob es gerade fröhlich oder traurig sein muss, ist aber eine viel, viel komplexere Entscheidung und hängt ja nicht nur davon ab, was mein Gegenüber gerade gesagt hat, sondern braucht ein viel, viel größeres Gesamtwissen, um das jetzt einordnen zu können, wie ich meine Stimme emotional verändern soll. Und ich glaube, von diesem Einordnen, da trennt uns noch ganz viel davon und das wird noch sehr lange dauern. Keine Ahnung, ob ich das noch erlebe. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem noch die Ausbildung als Radiomoderator oder Fernsehmoderator zu machen. Immer, ja, immer. Wie können denn Audio- und Videodateien auch vor Manipulationen geschützt werden? Ganz wichtiges Thema. Geschützt werden, klar, geschützt werden ist die eine Möglichkeit, man kann Wasserzeichen reinmachen. Es gibt digitale Wasserzeichen, auch im Audiobereich, die sind in Frequenzen, die der Mensch nicht hören kann. Die sind teilweise in das Audiosignal mit reingewoben, könnte man fast sagen, und die kann ein Computer später auch wieder detektieren. Es gibt andere Verfahren, Adobe hat ja gerade letztes Jahr was im Bildbereich vorgestellt, wie erkennen wir eigentlich gefälschte Bilder. Da gibt es ganz subtile Unterschiede im Grundrauschen. Jedes Bild hat ein Grundrauschen und es gibt statistische Unterschiede, wenn ich ein Bild manipuliert habe, dann habe ich plötzlich in Teilbereichen ein anderes Rauschen. Der Mensch sieht es nicht, der Computer kann es feststellen. Das gleiche gilt für Audiomaterial. Wenn ich irgendjemand ein Wort in den Mund lege, was er nicht gesagt hat, dann ist das statistisch messbar anders. Selbst wenn ich es als Mensch nicht mehr hören kann, haben wir da noch eine ganze Latte an Möglichkeiten, wie wir das nachträglich rausfinden werden. Also man muss sich da auch da keine Gedanken machen, dass plötzlich Fake News von irgendjemandem verbreitet werden? Ich glaube, Gedanken machen, also
ich glaube, Gedanken machen muss man sich immer. Aber das muss man ja auch jetzt schon. Also auch jetzt kann jemand schon irgendwelche anderen Aufnahmen nehmen und zusammenschnippeln. Wir brauchen immer Leute, die in der Lage sind, Dinge einzuordnen. Und dafür haben wir ja auch wieder Journalisten. Das können nicht nur Maschinen machen, sondern ein Journalist, der vor Ort war und sagt, das hat derjenige wirklich gesagt, dem vertraue ich im Zweifelsfall immer noch am meisten. Und das brauchen wir jetzt und das werden wir auch in Zukunft brauchen. Insofern Gedanken machen, ja, aber nicht unbedingt Angst davor haben. Ja, wobei man natürlich schon, wenn man sowas sieht, auf Netflix habe ich eine Doku gesehen, ein Herr sitzt da und im zweiten Bildschirm sieht man Donald Trump, er spricht und es hört sich aber an wie Donald Trump und der bewegt auch seinen Mund dazu. Wo man sagt, oh krass, dass das funktioniert mittlerweile und dass es schon so wahnsinnig echt aussieht. Weil ich als Endverbraucher checke, habe vielleicht nicht die Möglichkeit zu sagen, ah, ich höre da jetzt noch irgendwie ein Grundrauschen. Müsste es dann vielleicht auch mehr Institutionen geben, die das dann auch wirklich checken und mir dann sagen, oh, das ist aber nicht wirklich Herr Donald Trump, der X das und das gesagt hat. Also ich glaube, wenn sowas wirklich verbreitet wird und von Newsorganisationen gesendet wird, die sind in der Aufgabe, sowas zu checken. Und ja, die sollten das können und die sollten das Handwerkszeug dafür beherrschen. Und ich glaube, das werden sie auch. Das andere ist, witzigerweise sind wir im Bildmaterial, also ein Video zu fälschen, falschen Kopf auf jemanden drauf zu montieren, sind wir weiter als im Audio. Das ist Wahnsinn. Das ist tatsächlich überraschend, dass das geht, aber auch da. Ein Experte findet es sehr schnell raus, dass das gefälscht ist. Was ist die größte Herausforderung für die Medienlandschaft? Für die gesamte Medienlandschaft. Und vielleicht auch für Ihre Firma. Das ist die größte Herausforderung. Es gibt so viele Herausforderungen. Ja. Also ich glaube, für Sie vielleicht auch wichtig und von Bedeutung ist. Wir haben einfach in den letzten 10 Jahren so viele neue Möglichkeiten gekriegt. Über Machine Learning, über AI. Ja. Und oft sind es tatsächlich auch Buzzwords, die gern verwendet werden. Aber es ist ein neues Feld an Technologie, was sich uns eröffnet, was wir einordnen müssen und wo wir richtig mit umgehen müssen. Ja. Ich finde, was unser VP of Research, der hat was sehr Schönes mal gesagt auf die Frage, ob wir jetzt plötzlich alle Kreativen ersetzen wollen. Die Computer können das ja jetzt alles machen. Er hat gesagt, was die Computer uns abnehmen und wo sie immer besser drin werden, das sind die generischen Prozesse, das sind die Klickarbeiten, das sind die Sachen. Man sieht Instagram, wer für 30 Jahre einen tollen Fotofilter verwendet hat, da hat man gesagt, Mensch, der macht künstlerische Fotos. Heute kann das jeder, das ist keine Kunst mehr. Ja. Trotzdem gibt es eine ganze Menge Künstler und die pushen oder die weiten das Feld noch viel mehr weiter aus. Also vielleicht wird die Anforderung nur sein, wenn du dich Künstler nennen willst, dann musst du kreativer sein. Ja. Und ich glaube, die Leute wird es geben und die gibt es jetzt schon. Ja. Und insofern, das ist für mich ein ganz spannendes Thema. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne. Nico Becherer. Danke.